Komm, wir gucken uns das jetzt erstmal an. Das ist eine moderne Ausstellung. Psst, Niki? Hey, ich bin's, Ma. Ganz schöne Überraschung, dich hier zu sehen. Weil kann man natürlich weiter Party machen, Geld ausgeben und einfach nur in den Tag hineinleben. Aber ich denke, es ist auch wirklich super wichtig, in dem Moment mal an die Zukunft zu denken und Geld zurückzulegen. Damit Ihre Mutter Sie nicht überrascht, machen Sie jetzt die Sparkassen-Altersvorsorge. So, Mohamed Tahiri ist bei uns, das freut mich. Du bist ja jetzt wieder neu beim OFC. So ganz neu ist der OFC gar nicht für dich, oder? Nein, ich bin in Deutschland seit einem Jahr. Ich komme aus Spanien. Ja. Ich habe im Club Deportivo Guadalajara gespielt. Das wäre wo genau in Spanien, beziehungsweise wo habt ihr da gespielt? In Madrid und so. Bei Madrid? Mhm. Okay. Und da warst du in der A-Jugend oder schon in der ersten Mannschaft? In B-Jugend, A-Jugend und mit der ersten Mannschaft trainiert. Ah ja, okay. Und wie kam das, dass du jetzt zurückkommst zum OFC? Ja, weil mein Vater hat Arbeit gesucht und so. Ah, und ja. Hat Deutschland gekommen. Okay. Mhm. Und wie schaut es jetzt momentan hier? Ist es ungefähr auf einem Niveau oder ist es hier schon sehr anstrengend, weil es jetzt hier ja, richtig um die erste Mannschaft, um A-Kader geht? Nein, die erste Mannschaft hat gutes Niveau. Ja, muss trainieren und danach, ich glaube, ich schaffe das. Was wird so deine Position sein? Was denkst du, wo spielst du? Was ist deine Lieblingsposition? Meine Lieblingsposition ist Stürme, aber ich glaube, hier ich spiele rechts außen. Du wirst rechts außen spielen. Hast du so ein Gefühl? Hast du das von Rico schon gesagt bekommen? Ja, ja. Okay. Ja, und jetzt bist du seit einigen Wochen hier. Jetzt wird hier im Stadion gerade getestet, geprobt. Die Anlage. Hast du schon mal ins Stadion reingeschaut, wie es ausschaut? Ja, ich war letztes Jahr im Stadion. Ich habe ein paar Spiele geguckt und so. Und letztes Spiel, ich war auch in Kader. Okay. Bei erster Mannschaft in Heidenheim. Und wie lange hast du hier beim OFC gespielt vorher schon? Ein Jahr. Ein Jahr. Mit wem hast du zusammengespielt? Gibt es da noch jemanden, der hier noch dabei ist? Mit Philipp Fleischer und Cem Kara. Ah ja, das sind ja jetzt auch wieder deine Kollegen dann, ganz klar. Okay. Ja, und was hast du für einen Eindruck? Hast du da eine Chance, hier als Stammkraft zu werden? Stammkraft, ich muss trainieren und dann Trainer entscheiden. Keine Ahnung. Wie ist es denn das Training hier beim Rico? Ist schon, geht ganz schön zur Sache, ne? Ja, sehr gut. Nimmst du viel Kondition und so, ist perfekt. Was bist du so für ein Typ? Fern vom Platz, was machst du da sonst noch? Ich spiele Tennis auch. Ja? Ein bisschen Tennis und schwimmen. Okay. Schwimmen. Und du wohnst hier in Offenbach? Nein, ich wohne in Wiesbaden. Ah, du bist das, glaube ich, der immer mit der S-Bahn fährt, ne? Okay. Mhm. Ja, und Familienstand? Bist verheiratet, hast 3 Kinder oder wie sieht das aus? Nein, ich bin ledig. Ledig? Ja. Ja, und ganz ohne Freundin? Ohne Freundin, nichts. Gut, also da können die Damen sich noch bewerben. Mhm. Gut, dann danke ich dir erstmal und viel Erfolg beim OFC, ne? Dankeschön. Danke.